Und das ist halt diese Kamera, die ist so unfassbar gut. Ich muss übers Bett hängen, echt. Ohne Scheiß. Jedes Mal fuckt mich das Spiel echt immer ab. Und ich freue mich immer, wenn ich ein Level geschafft habe. Also trotzdem auch so wirklich als so ein kleines Erfolgserlebnis. Wobei aber das eher so ist, so, alter Vater, das wurde jetzt aber auch mal Zeit. Weil es gibt keinen Grund, warum ich so lange brauche. Also das Grund ist das, der Grund ist das Spiel. Und nicht irgendwie der Schwierigkeitsgrad oder so. Und das ist das, was mich halt wirklich abfuckt. Boulevard auf. Wo gibt's? Alter, okay. Da hätte ich sogar vielleicht reagieren können, aber ich bin halt gerade erst gelandet. Und ich wollte nicht wieder runterspringen. Ja, und sowas natürlich auch, ne? Man sieht halt nicht, wo man hinspringt. Ey, man kann es. Man muss es so ein bisschen auch fühlen, ne? Was zum Teufel? Achso, warte. Entschuldigung. What the fuck? Was machst du denn hier? Warum bist du denn hier so in der Mitte und so? Hä? Jetzt bin ich voll verwirrt. Entschuldigung. Okay. Holt mal irgendwo Energie. Sieht nicht so aus. Scheiße. Aber beim nächsten Pups bin ich tot. Nein! Ah, ja, beim nächsten Pups bin ich tot. Und das war der nächste Pups. Okay, dann nochmal. Ach, guck mal, schon wieder ein Part rum. Hey! Das ist so eine Scheiße. Du könntest natürlich auch wieder eine Schriftrolle verwenden, ey, aber es ist so unnötig. Echt, das ist so unnötig. Da! Guck! Jetzt habe ich einmal eine verfickte Kombo und dann macht der so eine Wichs-Scheiße. Ey, das ist doch echt ein Scheiß, Mann. Und ich treffe ihn zweimal und da passiert nichts. Mann, ey, kann die sich nicht einfach mal eine verfickte normale Waffe holen und nicht so eine Pissficke, ey? Meine Fresse. Oh, die geht mir so auf den Sack, die Olsche, echt, ey. Selten einen unsympathischeren Protagonisten gespielt, echt. Das sieht nicht am Geschlecht aus, ausnahmsweise mal. Den finde ich auch als Mann scheiße. Oh, boah, ist doch kacke, Mann. Gott im Himmel. Wie kann ich daraus erkennen, dass da was, dass da sowas kommt? Also ich habe da noch keinen Mechanismus entdecken können. Ja, weil die einfach 20 Jahre brauchen, ihr verficktes Schwert wegzupacken, echt. Oder, keine Ahnung, um halt irgendwie sich von dem Schlacht zu erholen, den sie gemacht haben. Daneben. Stimmt, muss sie erstmal materialisieren lassen. Ich vergaß, Entschuldigung. Das war wohl mein Fehler. Alter, mein Gott, warum verrecktest du die nicht einfach? Okay, ich habe nur einen Schlag gemacht, das ist in Ordnung. Und das ist. Die sind auch so dumm platziert. Echt, ich. Oh Gott, ey. Ihr passt nicht zueinander in dem verfickten Spiel. Ja. Ja. Ach komm, geh mir nicht auf den Piss. Mann! Boah! Geht mir das auf den Sack? Ich kratze mir gleich die Haut vom Gesicht, echt? Gibt's denn nicht irgendwie Qualitätsspieler oder irgendwie sowas, die so mal so ein Spiel testen oder sowas, ey? Wer hat denn gesagt, ja, das ist gut, ja. Hervorragend. Echt, das Spiel und eine gute Kamera und eine anständige Waffe oder eine Protagonistin, die halt nicht irgendwie Asthma hat und nach zwei Schlägen erstmal ein halbes Jahr Pause braucht. Und das könnte so gut sein, das Spiel, ohne Witz. Ja, ich hatte sogar eine Kombo mit zwei Getöteten, ne? Aber irgendwie hat es das Spiel nicht interessiert. Mein Mann! Jetzt haut er natürlich sich wieder ab. Nein, er geht nicht. Ich dachte, er geht. Das ist ja so erbärmlich unwitzig, was ich dem abziehe.
Ist auch keine Kuhhaut, wie erbärmlich mich das ist. Ja, wo ist er? Oh, ich habe den mal mit einem Schlag 3 abgezogen. Auch nicht schlecht. Okay, den da unten brauche ich mich gar nicht zu versuchen. Oh, schade. Was ich auch nicht verstehe, manchmal reicht ein Schlag aus für die Gegner. Alter, willst du mich verarschen? Jetzt mal ohne Witz. Ihr habt gesehen, was ich getan habe. Ich bin extra eigentlich von dem Gerät weggesprungen. Damit ich weiß, okay, ne, da ist ja gerade der Speer, ist ja gerade hier sehr in bei denen offensichtlich, ne? Willst du mich verarschen? Weil das Dumme ist auch mal, ich brauche einen Doppelsprung, um da hochzukommen. Ich darf keinen Doppelsprung machen, weil die Olsche nämlich erst wieder und der irgendwie keine Ahnung was bekommt. Bis sie dann mal auch wieder auf ihr Scheißleben klarkommen, ich sie steuern darf. Das ist so dumm, das ist echt alles sowas von überhaupt nicht aufeinander abgestimmt, dass es in irgendeiner Form flüssig laufen könnte. Weil guck mal, ich kann auch, gut, ich kann so lange warten, okay. Da habe ich auch irgendwie eine Unverwundbarkeitszeit, frag mich nicht wieso. Was ja überhaupt gar keinen Sinn macht, aber ist ja auch egal. Okay, ich kämpfe gegen Hellspawns wegen Sinnhaftigkeit, sei mal dahingestellt. Aber das nervt wirklich, das nervt so kolossal, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Alter Vater. Also einmal durchspielen auf jeden Fall, ne? Und dann nie wieder. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Weil das ist so ein Kack. Das hat so richtig. Das hat so gute Ansätze, das Spiel, ne? Aber wie kann man denn auf den letzten Meter so hart verkacken? Echt wie? Keine Ahnung. 13 Jahre Abitur gemacht? So warst du bei mir zumindest doch mit 13 Jahren, ne? Ja, ja, ist nicht lang her. Und, dann irgendwie eine Abschlussprüfung so verkacken, dass man einfach das Abitur nicht bekommt. Und das Ergebnis ist halt einfach scheiße. Ja, muss ich leider so sagen. Das frisst aber halt auch einfach unnötig Zeit und echt Nerven. Naja, immerhin habe ich schon mal die halbe Energie von dem weg. Man kann halt den Aufbau dieser Säulen auch nie im Vorfeld erahnen, ne? Das ist jetzt nicht mal so schlimm. Ich brauche erstmal ein bisschen Energie. Dankeschön. Wenigstens einen holen wir uns. Ist in Ordnung, war da Feuer? Nein, war kein Feuer, hier ist noch eine Balustrade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Huppa. Alter, wie asozial ist das denn? Willst du das noch ein paar Mal machen? Ich schaff das heute. Ist mir scheißegal, wie lange das dauert. Ich hab Zeit. Ja, ich hab Zeit. Alter, Einen weg. Egal. Energie nochmal aufsammeln. Wollte ich mir auch keine volle Energie geben, ne? Wenn ich neu starte. Es gibt natürlich nur einen einfachen Schwierigkeitsgrad, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Wenn es auch schwer so wäre, weißt du? Das ist ja alles in Ordnung, ne? Wenn wir eine Herausforderung haben. Aber, okay, wobei, das würde ich auch voraussetzen, dass der Schwierigkeitsgrad das Problem ist. Und das geht ja eigentlich. Volle Kanne klar, finde ich. Von den Attacken ausweichen und sowas. Ach komm, ey, fick deine Henne. Fick deine Henne, okay. Wie auch immer. Ich habe ja genug Energie hier irgendwo rumfliegen, glaube ich. Ich habe nicht so viel eingesammelt. Ach Gott, mir scheiße.
You are no match for me. Nein. Wie glauben wir jetzt ein Viertel von dem weg? Viertel von dem weg. Aber ihr habt gesehen, das wäre eigentlich gut, dass ich da nicht drauf gelandet bin. Weil wieder mal ein Spärchen gekommen wäre. Ja. Ich möchte ein Glücksspärchen sein. Erstmal eine Fernattacke machen. Ja. Okay. Nochmal sammeln. Ach, ficken. Oh Gott, Mann! Energie drin. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, natürlich wieder am anderen Ende der Welt. Ohne Scheiß, das kann nicht sein. Ich wollte das Kamera drehen, ne? Ich wurde gerade getroffen, weil ich die Kamera drehen musste und somit nicht ausweichen konnte. So traurig ist das. Nicht mal die Hälfte haben wir schon. Hey! Ja, eigentlich, wie gesagt, das Geheimnis ist eigentlich, ne, dass man irgendwie eine Kombo macht, um halt irgendwie zu dem hinzukommen. Und dann kann man ihn wahrscheinlich mit zwei Kombos oder so wirklich kaputt machen, wenn man einen Fünfer hat. Aber dafür, ich glaube, um halt wirklich mehr Schaden zu machen, braucht man mindestens drei Gegner in der Kombo. Das ist halt vom Aufbau her, das ist, auch das funktioniert halt nicht, ne, das ist halt einfach nicht darauf ausgelegt. Meiner Ansicht nach zumindest. Oh, ey, wird's geschafft, der hat den Sprung nicht. Für Leute, echt, soll ich ihn dann noch machen? Ach, okay, dann halt nicht. Und wieder am anderen Ende der Welt. Lalalala. Unter dem Meer. Unter dem Meer. Okay. Mühsam. Eichhörnchen. Ihr kennt die Geschichte, ne? Scheiße! Okay. Ja. Ach du Scheiße. Ja, Mann, weil der geblockt hat, Mann. Weil der geblockt hat. Oh Gott. Gott. Das ist nicht der letzte Endgegner übrigens, ne? Also es ist jetzt ein ganz normaler Scheiß-Piss-Gegner. Das Problem ist einfach immer, dass die es nicht hinbekommen haben, einfach schöne dynamische kleine Kämpfchen zu machen, ne? Die einfach kurzweilig sind, hohe Erfolgserlebnisse feiern. Nein, es ist ein verficktes Zufallsprinzip. Guck mal, wie viel Energie ich mir jetzt mit einem Angriff abgezogen habe. Guck mal, wie viel Energie der jetzt mit einem Angriff abgezogen hat. Schön, ne? Steht es in einem Verhältnis? Ja, in einem Missverhältnis. Guck mal, wie viel Arbeit ich mir machen muss, um ihn einmal zu treffen. Wie viel Arbeit muss er sich machen? Das hat nichts mit Dark Souls oder sonst irgendwas zu tun. Ich mag richtig gerne schwere Spiele. Aber das ist nicht schwer, das ist einfach nur Kacke. Und das nervt, echt, das nervt. Ich bin einfach froh, wenn ich es hinter mir habe. Also ich bin zwar echt schon gespannt auf die Gegner und so. Die ersten Bosse waren ja auch ganz cool. Ey, aber das, die letzten 5 Level oder wie viel das waren. Ich hatte eine Aufnahme, seit dem Lagerhaus, wo wir da wirklich diese eine Kampfarena hatten, die ja auch noch ganz cool war. Alter! Seitdem ist das Spiel echt Grütze. Ich zieh's durch. Und das Schlimme ist, ich habe dafür 40 Euro bezahlt oder so. Das ist echt, war echt teuer. Ich weiß auch nicht, wie ich das bei Shinobi damals empfunden habe. Das basiert ja wahrscheinlich auf der gleichen Engine oder so. Ob es da vielleicht einfach ein bisschen besser war oder vielleicht ist nicht so die Notwendigkeit bestand, dass man da in irgendeiner Form die Kamera gut sehen kann oder sonst irgendwas. Kann ich jetzt nicht beurteilen, ist zu lange her. Das wird auch nicht der letzte Kampf gewesen sein. Das ist bestimmt, ich meine, das ist unser Meister, ne? Und da ist doch die Olsche zum einen. Das
muss ich echt warten, ne, bis ich mich wieder erholt habe hier bei dem Scheiß. Okay. Ja. Ich versuche schon extra, irgendwie nicht zu weit zu hoch zu kommen, sondern immer flach anzukommen. Ah, super. Meine Güte. Ich meine, ich komme nicht mal schnell genug mit meinem Arsch hoch. Echt. Das ist echt die einzige Vorteil, die ich da habe, dass ich da eine kurze Unverwundbarkeit zap, Zeit habe. Zap. Wo muss ich hin? Boah! Mädchen, echt. Ja, es wird wieder nichts. Also, es. Ich halte unsere Chancen für nicht allzu groß. Dankeschön. Okay. Ja, guck mal, es war auch sogar eine Vierer-Kombo jetzt. Trotzdem leider nicht viel gebracht. Okay, immerhin bin ich jetzt mal an einem richtigen Spot gewesen. Okay, das war jetzt dumm. Ah, wobei es geht noch. Noch geht's. Komm, komm, stirb einfach. Eines grausamen Todes. Guck dir einfach mal, wie lange jetzt dieser Kampf schon geht, ne? Im Endeffekt ist hier die große Kunst, nicht auf dem Boden stehen zu bleiben. Man muss nicht nur nicht auf dem Boden stehen bleiben, sondern man darf einfach den nicht berühren, offensichtlich. So, wie fängt er von der anderen Seite an? Ich hätte es echt böse enden können. Zum anderen, ich habe jetzt ein bisschen gehofft, dass jetzt hier die Leiter aus Gegnern besteht. Weil da sehe ich eigentlich ganz gute Chancen, wenn ich das geschafft haben sollte, irgendwie. Scheiße! Ach Gott, verflucht. Welches Spiel wie vorher? So, Hallöchen. Jetzt haut doch nicht ab! Ich halte sie gerade, als ich bei dem war, ne? Komm, Baby! Lalalala. War zwar nicht viel, aber selten. Oder so. Aha. Nein! Hoch, hoch. Ist mir egal. Machen wir es halt so. Wir brauchen keine Kombo. Ah, okay, 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 okay. Warum schiebst du die nicht einfach? Ich habe eine 5er-Kombo gehabt, Mann. Das wäre ein schöner Tate gewesen, Tatütata. Okay, okay, okay. Ich weiß, wo er ist. Ach, Leute! Ich war hinter dem! Ich war hinter dem! Wie soll das denn funktionieren, dass der mich trifft? Jetzt mal ohne Scheiß, ey. Das ist doch kacke. Und vor allem, ihr habt gesehen, ich habe auf den geschlagen. Der war aus irgendwelchen Gründen auch von hinten. Also, irgendwie ist mein Schlag durchgegangen oder der war gepanzert. Das sind halt so Sachen, das funktioniert nicht bei so einem Gameplay. Tut mir leid. Das ist echt gewollt und nicht gekonnt. Ich weiß, von wann ist Ninja Gaiden? Haben die sich vielleicht versucht, das einfach nachzumachen? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Also, ich kann es nicht beurteilen. Also ich meine jetzt natürlich die Reboots hier, ne, für Xbox damals. Ich kann mir vorstellen, so 2002 der erste Teil, da passt halt ja ganz gut rein auch, ne? Da komm ich nicht hoch. Alter, mein Gott, ich muss den ganzen Scheißweg hier wieder drum rumlatschen. Schön. Ja.
Komm, Baby. Mein Gott! Er hat mich schon wieder getroffen. Es macht doch gar keinen Sinn. Ich habe jetzt für die Spiellänge schon recht viel Energie abgezogen, ja. Kann man es als Sieg verbuchen? Wahrscheinlich nicht. Sieg ist eher da, wenn er tot ist. Energie. Dankeschön. Kann man immer schön nämlich die kleinen Pausen nutzen, wenn der eh nichts macht. Okay, zack. Hallo. Lalalala. Okay, nehmen wir den mittleren. Betty Mittler. Ich will gleich auf die Zeit gucken, ohne Scheiß. Okay. Guck mal, der hat jetzt zum Beispiel wieder ein bisschen mehr abgezogen. Ich verstehe nicht, warum. Also, ich könnte mir vorstellen, das wäre eigentlich ein cooles Prinzip. Und mit jedem Schlag ziehe ich halt einen Streifen ab und je mehr ich dann in einem Kombo habe, umso mehr ziehe ich dann pro Schlag ab. Das ist eigentlich, also das Prinzip finde ich grundsätzlich auch nach wie vor mega geil. Auch wenn ich das von dem Spiel die ganze Zeit beschimpfe und sage, wie scheiße es ist. So schlimm ist es eigentlich nicht in Summe. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das ist halt, also das ist halt wirklich Zufall. Es ist sehr viel Zufall mit drin in dem Spiel. Und das ist, das, sowas finde ich schade. Gerade bei so einem Spiel. Mein Zufall, so wenn sich Zufall so auf Dropraten oder sowas bezieht, ist es dann auch vollkommen in Ordnung. Ne? Erstmal, was für Attacken macht der Kollisionsabfrage, ist echt scheiße, leider. Und das ist mega wichtig in solchen Spielen. Das Spiel gibt von der Kollisionsabfrage Hilfe. Oder spielt diese Art Leben von der Kollisionsabfrage. Das wäre der korrekte Begriff. Die korrekte Formulierung eher. Naja. Ja! Ja! Es ist so scheiße, ohne Witz. Was soll das denn? Habt ihr das gesehen? Könnt ihr mir das erklären, was da gerade passiert ist? Ich kann es nämlich nicht, also... Ich habe extra gewartet, bis meine scheiß Fotze sich endlich mal erholt. Mir auch völlig egal, ob ich jetzt total vulgär bin oder sonst irgendwas. Das hat mich noch nie interessiert. Aber ich hasse sie. Ich hasse sie wirklich. Ey, es ist... So eine. Warum ist die Ninja geworden? Wie hat sie das geschafft? Gab es irgendwie eine Aufnahmeprüfung? Gibt doch bestimmt auch sowas, oder? Ist ja lächerlich, ey. Der Drop ist eigentlich auch schon wieder gelutscht, ne? Ja, muss ich erstmal spawnen lassen, genau. Einschalten. Ja, ich bin gerade fertig geworden hier mit euch, ihr Schweinechte. Ach Gott, Schweinechte. Das kann ich auch vergessen. Auch wieder die falsche Richtung. Schalalalala. Es ist natürlich nicht unmöglich, dass ich jetzt, schaffe. Ne, aber ohne Scheiß. Was hat jetzt dafür gesorgt, dass ich das jetzt nicht schaffen werde? Ne, das war diese eine Scheiße, wo der mich zweimal... Einfach mit seinem verfickten Kackfächerangriff, was auch immer das sein soll, getroffen hat. Jetzt komme ich an den auch nicht mehr ran. Ja, und ich muss jetzt auch wieder noch einmal angepupst werden, ich bin tot. Ist auch scheiße, echt. Nein, ich bin runtergefallen. Scheiße. Da ist ja hier noch irgendwie Energie drin. Nein, sei es denn da. Ach Gott. Das ist so eine Scheiße. Ja, es ist ja gerade weg. Wenn ich gerade da bin, ja klar. Interessiert mich nicht.
Was hat mich da getötet? Kann mir das bitte jemand erklären, was mich da gerade getötet hat? Ich verstehe es nicht. Ach Mann, 40 Minuten bei diesem Boss. Ha, schön. Ah, ist das toll. Ist das Leben nicht schön? Aktuell nicht, nein. Alter. Kann ich sagen, dass ich bei jedem Boss erstmal einen halben Tag brauche, ohne Witz. Das zieht ja jetzt offensichtlich darauf hinab, ne? Dass es so genauso passieren wird und nicht anders. Sehr schön. Ich habe eine Combo gehabt, Mann. Ich verstehe das wirklich nicht, Mann. Das ist so willkürlich, ne? Ohne Scheiß. Willkür ist bestimmt auch eine Todsünde, oder? Also im Videospiel auf jeden Fall. Nein! Deine Mutter ist deine... irgendwas. Nothing, sagt sie, ne? Oder er. Nicht sie. Oh Gott, ey. Der ist wirklich nicht schwer. Das ist so ein simpler Pisskampf, ne? Wieso machst du denn nicht den Doppelsprung? Lalalala. Ja, okay, man sieht halt an der Kamera jetzt vielleicht auch nicht immer, ob man jetzt irgendwie an der Kante hängt oder schon darüber hinaus ist, ne? Ist egal. Ist in Ordnung. Nehme ich in Kauf. Oi, 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 oi. Nein! Ich komme nicht an ihn dran. Ach, okay. Ach komm! Der haut jetzt eh wieder ab, sobald ich da bin. Nein, haut er nicht. Ha, ich kann nur ein paar Striche abziehen. Ah, cool. Das ist ja wieder so wenig gewesen. Das ist gut. Nein! So ist es scheiße. Ich brauche jetzt eigentlich auch nichts zu machen. Na, guck mal! Ich habe nicht mit meinem Schwert durch und durch geflogen. Wieder einmal. Wieder einmal. Das nervt. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Nein! Also ich denke mal, ich bin jetzt so ziemlich genauso doch bei einer Stunde beim Kampf vielleicht, kann man so sagen mittlerweile. Und guck mal, ich verstehe es wirklich nicht, weil ich habe den jetzt auch wieder dreimal getroffen oder so, keine Ahnung, ne? Und irgendwie habe ich ihm jetzt nur einen abgezogen mit drei Schlägen. Und manchmal ziehe ich dem halt pro Schlag einen ab, keine Ahnung. So wie jetzt zum Beispiel, ne? Ist halt so, wie das Spiel gerade meint, das meine ich ja, das ist so dumm. Oh, oh cool. Ja! Ja! Fick dich, du kleines Stück Scheiße! Du kleines Stück Scheiße! Du dummes Stück Kacke! Mein Gott! Boah, wie ich dich hasse! Das mach ich, das ist jetzt so schön. Well done. I know I can entrust Akujiki to you. What are you talking about? You must take back Akujiki. And remember the true path of the shinobi. What? In the end, you were my only ally. Nakatomi, the government. Do you think they seek justice? Does might make right? Do their ends justify their means? Remember what I taught you. Remember what it means to be a shinobi.
I did not abandon you. Truth left the shinobi. A shinobi who has lost conviction is no longer a shinobi. That's all nonsense. Perhaps. But I know that you have felt it. I know you feel the lack of righteousness in your mission. Silence! Never show your face here again. Take this with you. Do not let it fall into the hands of the government. Kuro! Hagane! Ba na Ibana. Jimoshi! You're safe. Why, Jimushi? Why? Hibana, do not let Akujiki fall into the wrong hands. Keep it safe. I'm counting on you. I can't make any promises. That's fine. You've grown strong, Hibana. Master? Master? Tja, ich habe doch gedacht eigentlich, dass wir den später erst kaputt machen. Beste Zeit, 59, also mehr als eine Stunde, ja. Tja, was das wohl wird? Ein C, wer hätte es gedacht? Scheiße. Agentbericht 9. Kommunikation mit Hibana wurde unterbrochen. Kuro Hagane ist wieder aufgebaut und hat alle 8 Akuji-Scherben. Astralsensoren zeigen, dass das letzte Stück im Goldenen Palast ist. Ach, du hast eben einen neuen Bestand. Du kannst diese Ebene wählen. Du hast eben einen neuen Bestand. Eine geheime Münze. Ah ja, stimmt. Über den Bootswechsel, richtig. There is only one piece of Akuchiki remaining. Nakatomi has mobilized their forces to the Golden Palace to acquire it. Do not let Nakatomi have Akujiki. You must retrieve that last piece. Ibana, respond! Commence with the operation! I'll get your damn sword. Just keep your mouth shut. Das muss ja schon im Spiel lassen. Das ist aber trotzdem immer ein geiles Gefühl, wenn man, ach du Scheiße, wenn man einen Boss geschafft hat und das Level vorbei ist, echt. Ne, aber der Weg dahin, jeder Boss, ohne Scheiß, bei jedem Boss, habe ich bei irgendeinem Boss gesagt, der ist eigentlich überhaupt nicht schwer, ne, aber das Spiel lässt, oder bei irgendeinem Boss, ob ich das nicht gesagt habe, aber das Spiel lässt mir nicht zu, dass ich es einfach gut schaffe. Und so, ja, waren wirklich die letzten 4 Bosse, das ist unglaublich. Egal. Ne gut, okay, ich würde dann hier auf jeden Fall für heute aufhören. Bin jetzt auch mit beiden Aufnahmen zusammen bei knapp 2 Stunden Aufnahmezeit. Mir fehlt 2 Kapitel. Aber ey, wir gehen mit großen Schritten offensichtlich Richtung Ende zu. Es fehlt nur noch ein Stück vom Schwert. Aufgrund der Länge der Kapitel und der Endgegner vor allem, glaube ich nicht, dass wir das in der nächsten Aufnahme schaffen werden. Aber, ja, ich denke mal, während meines Urlaubs, also im Laufe dieser laufenden Woche, vom 24. Mai, der Dienstag haben wir heute genau, werde ich das Spiel höchstwahrscheinlich beenden können. Und ich werde wahrscheinlich nicht froh sein. Nur mich fuckt das halt während des Spiels immer so ab, wenn die Sachen nicht funktionieren. Oder beschimpfe ich die Frau auch. Dann ist es so, ne? Aber mal gucken, wie es morgen weiterläuft. Morgen mache ich die nächste Aufnahme. Gut, also, ne? Euch auf jeden Fall einen schönen Tag, schönen Abend, schönen was auch immer. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.